Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, auf dem Channel, auf dem nichtslose und den keiner kennt, vor der Kamera und hinter dem Mikrofon, euer René. Und wir spielen heute am Freitagabend erneuterweise Landwirtschaftssimulator 2017. Oder einfach nur Farming Simulator 17. Und das Ganze hier auf der Sosna Cover Map. Und ich blicke schon immer zu meinem zweiten Bildschirm hier, zu meinem schönen großen hier, ne? Ja, und auf dem steht es nämlich bereits drauf, ne? Da habt ihr es auch hier oben momentan schon klein eingeblendet, ne? Und wenn ich jetzt hier auf Fortsetzen klicke, würde ich sagen, beginnen wir das Spielchen gleich nach dem Intro. So, und wenn wir jetzt schon hier nach dem Intro sind, habe ich doch gesagt, wir brauchen ja mal unsere Schweinchen zum Fütternchen. Ne? Körnermais ist im Wachstum noch, ne? Wir brauchen noch Weizen und so weiter und so fort. Ne? Da werden wir jetzt uns mal kurz noch was holen, ne? Was denn jetzt hier, ne? So. Ja, na, ja, schauen wir noch mal ganz kurz nach hier, was wir überhaupt hier vergeben können. Oh, ich würde sagen, Weizen oder Gerste ist eigentlich egal. Eins von den beiden Sachen hier, ne? Ein bisschen ist meine Maus halt ein bisschen komisch drauf, ne? Dann mal los, holen wir uns was zum Fressen für die Schweinchen. Damit die ja, schön viel ja, ne, auf die Rippen bekommen. Die sollen sie ja auch gut haben bei uns. So, Weizen, ja, können wir laden. Werden wir wahrscheinlich sowieso nicht alles dort verbrauchen, ne? So wie ich es schon kenne, dieses Spiel schon hier, ne? Verbrauchen wir sowieso nicht. Das gesamte Fressi-Fressi und Papi-Papi hier, ne? Ja, das wird ja dann auch schon die letzte Folge in diesem Monatchen sein. Sprich, ich werde dann noch ja, 24 Stunden wieder vergehen lassen müssen, werden sollen, ne? 24 Stündchen. Dann haben wir auch schon endlich einmal den nächsten Monat. Endlich einmal, ne? Ja gut, gut. Prinzipiell müsste man 30 oder 31 Tage vergehen lassen, ne? Bis zum nächsten Monat. Ist hier aber simulationsbedingt natürlich nicht empfehlenswert und auch nicht machbar. Die haben schon, naja, okay, gut, Schweine werden ja wahrscheinlich auch täglich gefüttert, oder? Aber da müsste ich ja bitteschön, ja, keine Ahnung, da müsste ich ja, wenn ich jetzt wirklich so rein richtig realitätsnah und echtzeitgetreu spielen würde, müsste ich die gesamten, ja, ne? Erntezeiten ziemlich lang stellen, also Erntewachstumsraten und Zeiten ziemlich hoch stellen. Ne? Und dann würde ich wirklich ein ganzes richtiges Jahr hier warten. Also ich weiß nicht, ob das sehr sinnvoll ist bei nur 3-4 Feldern. Ne? Also, falsche Richtung, ne? Ich gehe da hin. Da ist die Fressbude. Da ist die Fressbude. Da ist Fressbude, ne? Oh. Ja, aber was ich gemeint habe, ne, die brauchen nicht viel von dem Zeug. Fahren wir wieder zurück. Und ja, ich spiele hier wieder mit dem Lenkrad. Und ja, ich halte das Lenkrad schon wieder mit meiner linken Hand auf dem Tisch hier, ne, weil ich zu faul bin, die Tastatur hier
reinzufahren, ne? So, einmal links rum und einmal rechts rum hier, ne? Jawohl, ja. Na, dann fahren wir halt, ja, gleich hier wieder links rum. Wir könnten ja eigentlich auch mal, so spaßeshalber mal eine Mission von den Nachbarn hier starten, ne? Irgendeine Erntemission oder so, ne? Dass wir auch mal was anderes sehen, ne? Ja, in den letzten Wochen haben wir ja nur Verscherbel verkauft und Schwein uns mehr oder weniger um die Schweinchen gekümmert. Theoretisch könnten wir ja mal hier eine Mission starten gehen, damit es nicht allzu langweilig wird. Ne? Und ich glaube, das könnte langsam langweilig werden, wenn ich hier nur dagegen rumdöse. Und mich würde es ja auch mal reizen, hier eine Mission hier zu machen. Ne? Oh. Ja, was haltet ihr davon, ne? Was haltet ihr davon? Na, wahrscheinlich nicht allzu viel, oder warum soll ich denn euch fragen, ne? Ihr könnt sowieso mehr nichts hier draus reinmachen, ne? Also, ich sollte den restlichen Weizen wieder abladen, ne? Und da gehe ich dann auch noch verscherbeln. Moment. Wo könnte ich denn den hin hier? Ne? Dorfgetreidespeicher, ne? Kriegen wir wieder ein bisschen Geld hier, ne? Verbinden wir das Ganze gleich mal, ne? Mit Kohle verdienen. Ja. Das ist die Hupe. Hört sich an wie von Hörbe. Kuhdrecker, du hast eine Hupe von Hörbe. Jo. Und das wackelt und das ruckelt und das ruckelt, 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 ruckelt. Ruckel, ruckel. Fuckel, fuckel. Küchern, was machst denn du? Rück mir dich nicht zu, rück mir dich nicht zu. So, eine schöne Rechtskurve darüber zum Dorfspeicher, zu den Miserablen oder die mir nicht einmal irgendwas hier verkaufen wollen, sondern nur eigentlich alles einhamsen wollen. Wahrscheinlich verkaufen sie das Ganze zu den 10.000-fachen Preisen an die ja, große Genossenschaft. Oder an ausländische Investoren, ne? Ihr wisst, was ich meine, ne? So, gib mal her, ne? Rück mal raus mit der Kohle. Ah, 3.871. Wenn ich jetzt genau bin, ne? Ja. Hier ist so schön. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Klar. Habt ihr es geschnallt? Wenn nicht, nicht, tut mir leid, ne? Aber kann ich dann auch nichts, ne? So, einmal links rüber. Einmal über die Brücke da drüber. Und dann geht es auch wieder mal zurück zum Hüfchen. Dann werden wir uns kurz mal anschauen, was die Schweinchen hier noch brauchen könnten. Oh. Wir wollen doch wissen, was los ist momentan. Autsch. Das schiebe ich mal hier kurz auf meinen Rücken, weil mir das gerade ein bisschen weh tut hinten. Uff.
Ich weiß nicht, ob ich das hier rausschneide. Ich werde mal kurz hier mit der Tastatur weiterfahren. Weil das. So. Ich kann momentan das Lenkrad nicht halten. Entschuldigung. So, hier schon. Ja, das mit dem Mais habe ich schon längst kapiert. Ströchen und Reibchen. Mit dem Stroh habe ich mit Sicherheit kein Problem, aber ich habe Problem, ich könnte die Sonnenblumen noch. Ja, habe ich nicht gesagt, die Sonnenblumen, möchte ich denen verfüttern gehen? Mal klar, ne? Und den Rest, was ist denn jetzt eigentlich angebaut hier, ne? Was haben wir denn dann, eigentlich angebaut, ne? Wir haben... Hier haben wir den Körnermais. Da hinten haben wir die Sonnenblumen. Ja, klar. Ja, machen wir die Sonnenblümchen. Und die Schwänchen. Jo, mal mit der Tastatur hier ranfahren. Sonnenblümchen. Und den Rest werden wir gleich verscherbeln, weil ja, so lange dauert es ja nicht mehr, bis wir ja, die Sonnenblumen hocken, oder nicht? Naja, wir haben Juni, die werden erst im November geerntet. Nee, die werden wir noch nicht verkaufen, ne? Nee, die lassen wir noch bei uns. Brauchen wir bestimmt noch. Für eine weitere Fütterungsaktion. Und sonst hätten wir uns da schon wieder einen A gegraben. Und das wollen wir natürlich auch wieder nicht. Ja, ne? Oh, kümmern wir uns dann auch um die Schwänchen. Ne? Wenn wir das hier fertig haben, werden wir noch schnell Wasser anfüllen hier. Ne? Oh, und im nächsten Monat, im Monat Juli, wenn ich mich nicht irre, ne? Werden wir dann so weit sein, dass wir hier mal wieder sauber machen. Schweindi sauber machen. Ne? Schöne, brave, schöne, saubere Schweindis haben wollen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ne? Oh. Und dann Mais werden wir schon mehr nicht verhungern. Ja, mir sind so, wie ich so viel zum frische Happy Papi machen. Diese leiden kleinen süßen rosa Schwänchen hier, ne? Und ab und zu diese schwarzen Schwänchen, ne? Und diese schwarz gefleckten rosa Schwänchen, ne? Ja, aber die gibt's ja echt auch so in diesen Farbstellungen. Wenn ich das so sagen darf, ne? Die sind ja tatsächlich da. Die gibt es ja tatsächlich. Die sind ja nicht einfach irgendwie. Oh, das war's eh schon wieder, ne? Mehr haben sie eh nicht wollen von denen. So. Hängen wir mal ab. Noch schnell Wasser geben. Was wahrscheinlich eher auch nicht viel gebraucht wird, aber dennoch, ne? Und ansonsten würde ich sagen, ich lasse mal die Sonnenblümchen hier auch gleich noch da, ne? Können wir mit Sicherheit brauchen. Jo, wo ist denn das Wasser? Wasser, Wasser. Schwänchen Wasser geben. Schwänchen Wasser borgen.
Da ist das Wasser. Ja, wo will ich Wasser geben? Ich will ihm Wasser geben, ne? Oh, so, da habt ihr genug zum Saufi machen, ne? Auf jeden Fall mehr als was ich hier habe, ne? Aber sauft euch nicht, bitte nicht gleich an, ne? Nicht, dass ihr dann herumtorkelt. So weit will ich das jetzt nun auch wieder nicht haben, ne? Wie viele Schwänchen haben wir denn da überhaupt, ne? Wie viele Schwänchen haben wir überhaupt schon, ne? Ups. 37? Mit wie vielen Schweinchen haben wir begonnen gehabt? Keine Ahnung. Es steht ja momentan nicht einmal eine Reproduktionsrate hier, ne? Ja. Wisst ihr was? Ich würde sagen, für heute ist das hier genug. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch ein schönes Wochenende und eine wunderbare Woche. Wir sehen uns dann, beziehungsweise ihr seht mich dann hier auf der Cover Map in einer Woche wieder. Wenn es dann wieder heißt, wir spielen Landwirtschaftssimulator 17 hier in unserem kleinen Realitätsmodus. Bis dahin, tschüss, servus, bye bye, baba.